Stimmt es, dass du ein riesen Witzearchiv hast? 20.000? Ich habe natürlich durch alleine 7 Tage, 7 Köpfe, ja, jede Woche 5 Seiten Gags mal 10 Jahre. Kannst du dir vorstellen, was da zusammenkommt? Klar. Und dann noch alles das, was ich weggeschmissen habe. Über dieselben 5 Seiten jede Woche. Was andere wegschmeißen. Und das habe ich natürlich nicht weggeschmissen. Aber wir haben einen kleinen, Entschuldigung, das habe ich archiviert. Ja. Dafür gibt es ja heute diese flachen Computer, ich glaube Laptop nennt sich das. Ja. Und da stehen die alle drin. Olli hat einen kleinen Test für dich vorbereitet. Wie fit du wirklich mit Witzen bist. Ich bin in, in Berlin unterwegs gewesen und habe einfach die Leute gefragt, ob sie einen Gag haben und nicht die Pointe verraten, weil die sollst du dann erraten. Das ist ja lustig. Ja, das ist richtig. Und so spontan. Ja, das machen und wir mal. Hier kommt die erste Kandidatin. Ja. Irgendein Witz, der euch einfällt. Habt ihr irgendeinen im Kopf, einen Lieblingswitz oder irgendwas? Womit kann man Blondinen beschäftigen? Womit? Blondinenwitze, absolut verboten. No-go, weil meine Frau Blondine, meine Tochter Blondine, sie sind aus dem Archiv gelöscht worden. Womit kann man Rothaarige beschäftigen? Oder macht man es allgemein, womit kann man Heidi Klum beschäftigen? Womit könnte man Heidi Klum beschäftigen? Also da ich mich mit dieser Art Witzen nicht beschäftigt habe, müsst ihr mir die Pointe tatsächlich zeigen. Die gar nicht so schlecht ist, denn hier ist die Auflösung. Ja. Na? Mit einem Zettel, wo auf beiden Seiten draufsteht, bitte wenden. Finde ich eigentlich schon ganz gut. Ja. Schlägt es ja nicht. Wenn man sich das ja auch vorstellt. Ja, ist toll. Ja. Mit Heidi Klum. Ja. Ja, bitte wenden. Sehr lustig. So. Ja. Noch ein, Mike? Ja, gerne. Ja. International. Das international, machen wir international. Eine Französin, die ich getroffen habe. Oh. Ja, in einem Kurierdienstfahrzeug. We got Mike Krüger. He is one of the funniest people in Germany. The one with no hair. The one with no hair? Yeah, no. Whatever. Wow. Maybe. Yeah, not no, he, I think. Funny jokes? Yeah, a joke. And he got to finish the joke because he knows every joke. So okay, just start with a joke and he got to finish it. What's that? Yeah. Was ist das denn wohl? Nicht einfach, Mike. Ja. Sei was? Gleich. Ich hab's nicht rausgekriegt. Einer von ProSieben? Irgendein Banker? Auch nichts. Auch mit nicht. Karl Dall hat es auch nichts zu tun. Auch nichts zu tun. Ja, dann weiß ich nicht. Hier ist die Auflösung. Ja. I don't know. What is it? That's a Twingo that put the essence inside. What? Ein Twingo tanken. Ein Twingo tanken? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch jetzt noch nicht begriffen. Ja, weil halt die Leuchten vom Twingo so aussehen, sieht das halt so aus, als wenn man einen Twingo betanken würde. Ja, also die Leute kapieren so einen Witz lustig. Ja, aber sie haben nicht kapiert, wer hilft uns Kleinanleger. Ja. Ja? Harald und ich kennen Twingo gar nicht. Ne? Natürlich nicht. Das ist eine ganz andere Generation. Ja. Nicht, Harald? Eigentlich ja. Ja. Auch eine andere Einkommensgruppe. Natürlich.